Unsere Sony Smartwatch 3 hat jetzt endlich das neue Update von Android Wear bekommen auf die Version 5.1.1 und die schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Hi, es ist wieder Stefan von Area Mobile. Ja, wie ich eingangs schon sagte, es geht hier heute um die Sony Smartwatch 3. Es geht aber nicht hier um die Uhr an sich, sondern es geht natürlich um das neue Update von Android Wear. Und ja, da wollen wir uns einfach mal anschauen, was hat sich denn getan, was hat sich verbessert, was sind für neue Funktionen da. Ist das überhaupt ein Fortschritt? Und ja, wollen wir einfach mal schauen. Übrigens, das Update, es kam recht überraschend, denn eine Anfrage von Sony hat ergeben, dass es eigentlich noch ungefähr 14 Tage dauern soll. Ja, und plötzlich war es über Nacht aber einfach so da. Naja, schauen wir uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. So, hier haben wir quasi den Beweis, dass wir wirklich die neueste Version von Android Wear hier drauf haben. Da gehen wir mal eben nochmal drauf. Genau, im Prinzip eigentlich ist es technisch die Version 1.1.1.19 und so weiter und so fort. Die seht ihr ganz oben. Hat sich irgendwie so eingebürgert, dass das jetzt als 5.1.1 durchgeht. Also das oben ist quasi die Firmware-Version. Ja. Gut, gucken wir uns das Ganze dann mal von vorne quasi an. Die Watch Faces ist natürlich jetzt nichts Neues dazugekommen, die könnt ihr euch ganz normal aussuchen. Entscheidend ist aber, dass wir jetzt hier eine Aufteilung haben, wenn man hier einmal drauf tippt, vom Menü her. Und zwar habt ihr ganz kurz hier gesehen, ganz oben, gibt es jetzt hier drei verschiedene, ich sag mal, Ebenen im Prinzip. Auf der ersten haben wir verschiedene Apps, die man jetzt halt so starten kann. Neu jetzt zum Beispiel hier, dass ich, wenn ich Google Maps aufrufe, zum Beispiel auch wirklich eine Kartendarstellung hier wirklich nutzen kann. Das dauert halt ein bisschen, auch natürlich bis die Verbindung hergestellt ist vom GPS, was die Uhr selber intern nutzt oder hat. Und ja, ich kann hier tatsächlich dann mich hier auch bewegen. Und tatsächlich kann ich hier, die Uhr reagiert sehr, sehr, ja, sensibel auf Drehungen. Das heißt, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt hier als Fußgänger unterwegs bin, dass ich damit ganz gut navigieren kann. Größenunterschiede, also ranzoomen kann ich hier auch mit Plus, Minus. Dann habe ich sogar hier diese Darstellung von 3D-Gebäuden, die man auch vom Handy kennt. Das Ganze geht dann auch noch, ich sag mal, halbwegs flüssig, also nicht wirklich irgendwie schlecht. So, und was man hier auch noch gesehen hat, ich habe hier die Möglichkeit, tatsächlich nach Orten in der Umgebung zu suchen, in der nächsten Umgebung, und kann dann, wenn ich da draufklicke, zum Beispiel direkt hin navigieren, beziehungsweise wird dann dahin geführt. Sieht man jetzt hier in dem Augenblick. Das Ganze wird dann allerdings natürlich, da ich jetzt hier mit dem Handy verbunden bin, natürlich einfach nur auf dem Handy geöffnet. Da findet nach wie vor die Navigation statt, aber immerhin kriege ich ja hier dann auch nach wie vor die Darstellung auf die Uhr geschickt. Eine weitere Sache, Telefon suchen, endlich. Das ging halt vorher auch nicht einfach so, jetzt geht es nativ endlich. Und wie es jetzt hier steht, ja, das Telefon wird einfach gleich klingeln. Dabei wird allerdings nicht, hört man das? Ja. Geht jetzt hier los, klingelt. Dabei wird allerdings nicht das Display irgendwie aktiviert, sondern es geht wirklich nur um den Klingelton an sich. Ja, und ansonsten tauchen hier natürlich Apps auf, die ihr so installiert habt. Bei mir zum Beispiel jetzt hier Runtastic oder natürlich oder PayPal. Solche Sachen wie Play Music, die sind natürlich schon ab Werk dabei. Auch die Stoppuhr beispielsweise oder die Taschenlampe. Was macht die Taschenlampe? Ein helles, weißes Display. Naja, gut. Okay, wie komme ich auf die anderen Ebenen? Indem ich hier einfach einmal rüber swipe, dann habe ich hier zum Beispiel die wichtigsten Kontakte, das sind die VIPs und die, die zuletzt angerufen wurden. Die kann ich halt meinetwegen jetzt anklicken und ja, dementsprechend sofort SMS, E-Mail schicken oder halt auch anrufen. Das Ganze geschieht dann natürlich aber wieder auf dem Handy. Das heißt, es werden die entsprechenden Apps auf dem Handy gestartet. So, und als letztes haben wir das, was wir vorher schon kannten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Spracheingabe und hier so verschiedene Möglichkeiten, was ich mit dem Gerät machen kann. Notiz schreiben, das Ganze natürlich dann per Spracheingabe, meine Schritte anzeigen und so weiter. Das kennen wir, das war sonst immer auf der allerersten Seite. Gehen wir nochmal in die Menüs hinein. Genau genommen ins Einstellungsmenü. Da haben wir nämlich auch schon wieder ein paar Unterschiede im Vergleich zu der vorherigen Version. Und zwar hier zum Beispiel die Schriftgröße. Da haben wir nämlich jetzt die Chance, dass wir drei verschiedene Schriftgrößen angeben. Mittel ist voreingestellt. Es ist in meinen Augen so ein bisschen größer als tatsächlich das, was vorher standardmäßig bei Google Wear, bei Android Wear eingestellt war. Das nächste, was wir hier sehen, Handbewegungen, Handgelenkbewegungen an oder aus kann ich hier schalten. Was mache ich damit? Ich kann damit ja, Nachrichten, die hier reinkommen, ohne jetzt nochmal das Display berühren zu müssen, wirklich ja, durchscrollen oder durchwechseln. Zeige ich euch mal ganz kurz. Was ist mit Bewegung des Handgelenks gemeint? Das ist Folgendes. Ich kann jetzt die Uhr ja, so natürlich aufwecken, das ist klar, aber ich kann vor allen Dingen auch
so halt durchblättern, durch die eingegangenen Nachrichten zum Beispiel. Jetzt habe ich hier nur eine drauf, aber man sieht aber, durch die Bewegung wollte das Gerät halt nochmal weiterblättern, geht jetzt so nicht. Das Ganze geht aber auch rückwärts bzw. andersrum und ja, funktioniert sehr gut. Wenn man Treppen steigt oder läuft, also auch insgesamt in Bewegung ist, dann wird es etwas schwieriger, dann kann es schon mal sein, dass es nicht ganz genau erkannt wird, diese Bewegung oder diese Steuerungsmöglichkeit. Aber davon ab, wie gesagt, sehr, sehr gut. Eine neue Möglichkeit ist halt eben jetzt auch die WLAN-Nutzung, zumindest in der Theorie. Alle Uhren werden es ja leider nicht bekommen. Zum Beispiel die G-Watch, die allererste, die eckige von LG, die hat ja angeblich ein WLAN-Modul zwar eingebaut, aber keine Antennen. Ja, dumm gelaufen, aber natürlich wird diese Uhr dann eben diese WLAN-Funktionalität nicht bekommen können. Was kann ich damit machen? Auch wenn ich nicht mit dem Smartphone verbunden bin, kann ich tatsächlich mich in das WLAN, in das bestehende einwählen und dann eben von dort auch Daten beziehen. Möchte ich hier was Neues eingeben, also zum Einrichten dieses WLANs oder zur Eingabe des Passworts zum Beispiel, muss ich natürlich dann wieder aufs Smartphone wechseln. Was haben wir noch neu? Ach, hier sind wir noch ein WLAN, das wollen wir gar nicht. So. Display immer eingeschaltet. Ja, das ist eine Funktion, die ist eigentlich schon bekannt, soweit. Das gibt es jetzt allerdings auch für Apps. Das hängt allerdings offensichtlich sehr stark von den Apps ab. Bis jetzt hatten wir zum Beispiel keine, die das wirklich irgendwie beherrscht. Was soll das eigentlich bringen? Denn, ja, Apps, die dann laufen, sollen zum Beispiel dann immer im Vordergrund bleiben und immer auch ein aktiviertes Display nutzen können. Also meinetwegen bei der Navigation, da kriege ich ja normalerweise hier Pfeile eingeblendet auf der Uhr. Das geht allerdings, beziehungsweise das Display wird dann halt irgendwann ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Macht vielleicht bei der Navigation zum Beispiel dann nicht unbedingt Sinn, denn ich möchte ja auch wirklich was sehen, wenn ich da drauf gucke. Und naja, das soll halt mit dieser Funktion verbessert werden. Frisst natürlich auch entsprechend etwas mehr Strom. Was haben wir noch? Displaysperre, das ist auch ein neuer Punkt, der jetzt eben hinzugekommen ist. Ja, hatte ich jetzt schon aktiviert, mache ich jetzt mal wieder aus. Dafür muss ich natürlich jetzt auch ein zuvor festgelegtes Muster nochmal eingeben als Bestätigung dafür, dass ich das jetzt wirklich ausschalten möchte und das auch darf. Was soll das eigentlich bringen? Das ist, wie gesagt, dieses Muster, was ich mir am Anfang mal aussuchen muss und jetzt nochmal bestätigen muss. Denn wenn jetzt diese Uhr erkennt, dass sie nicht mehr getragen wird am Handgelenk, also irgendwo abgelegt wird, meinetwegen auf dem Nachttisch oder so, dann wird früher oder später nämlich dieses Display gesperrt und die Uhr ist an sich nicht mehr weiter verwendbar. Das heißt, ich kann keine Apps mehr ausführen, ich kann halt eben nichts mehr wirklich abrufen, wofür ich das Display bräuchte. Ja, halt eben logischerweise eine Sicherheitsfunktion. Was haben wir noch? Das wollte ich vorhin schon mal erwähnen, habe es aber dann doch irgendwie vergessen. Wenn ich mir jetzt hier eine Mail oder eine SMS zum Beispiel anschaue, dann kann ich die entweder von links nach rechts rauswischen, dann ist sie halt weg, weil ich sie eben gelesen habe schon und nicht mehr weiter dort angezeigt bekommen möchte, oder halt das Ganze von rechts nach links. Hier sieht man übrigens dann auch, da kann man sich dann zum Beispiel auch bei SMS oder sowas, kann man sich auch den Verlauf anzeigen lassen. Wenn ich jetzt nochmal weiter von rechts nach links wische, komme ich zu den bekannten Funktionen. Ich kann zum Beispiel einfach diese Person anrufen, natürlich nur über das Handy, nicht über die Uhr selber, denn nach wie vor gibt es ja leider zwar ein Mikrofon, aber keinen Lautsprecher. Das bleibt halt momentan noch wenigen Uhren vorbehalten, zum Beispiel der Apple Watch. Neu hinzugekommen ist nämlich neben diesen Funktionen, die es wie gesagt schon gab, die Möglichkeit, dass ich halt mit Smileys, sage ich jetzt mal, antworte. Und zwar ist es so, das wird jetzt auch das Gerät gleich zeigen, genau, ich kann was selber malen. Das ist jetzt hier so eine Art Demo, wie soll das funktionieren? Und das Gerät erkennt, also die Uhr erkennt dann, ah, der wollte bestimmt das und das zeichnen. Jetzt zeige ich ihm mal die entsprechenden Smileys, die er da nutzen kann. Und wenn er die dann anklickt, dann wird dieser Smiley halt geschickt. Das sieht auch auf jedem anderen Android-Phone dann genauso aus, wie es jetzt hier getätigt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, was weiß ich, ich möchte, das soll übrigens jetzt mal ein... Das soll ein, tja, was ein Cocktailglas sein. Ja, bei meinen Zeichenkünsten wird das leider nicht erkannt. Aber jetzt sticht mir halt die Uhr halt verschiedene Sachen vor, die ich halt eben verwenden könnte als Smiley. Also das ist auch eine neue Funktion. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich auch die wichtigsten Funktionen jetzt abgehandelt. Was haben wir gesehen? Ja, das Ganze ist durchaus ein Fortschritt. Es gibt ein paar neue Funktionen, die sind ganz cool und ja, insgesamt finde ich, ist das wirklich positiv zu werten, was jetzt da Google auf die Beine gestellt hat. Ob jetzt wirklich alle Funktionen davon zwingend immer gebraucht werden, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ja, mit dem neuen Update ist tatsächlich Android Wear wieder auf dem Weg, ein bisschen erwachsener zu werden und auch natürlich ein bisschen besser nutzbar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, tatsächlich, gebt uns doch bitte mal einen Daumen nach oben, das fänden wir ganz nett. Ansonsten
könnt ihr natürlich immer bei uns auf die Seite schauen. Da gibt es natürlich auch Tests dann zum Beispiel zu der Uhr und zahllosen anderen Smartphones und Gadgets, die wir so alle getestet haben in der letzten Zeit. Und ja, natürlich könnt ihr auch auf unsere Facebook-Seite gehen und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch also wirklich austoben. Abonnieren ist übrigens auch möglich. Das war es jetzt hier von mir von Android Wear und der neuesten Version auf der Smartwatch 3 von Sony. Bis zum nächsten Mal. Wenn man Treppen steigt oder läuft, also auch insgesamt in Bewegung ist, dann wird es etwas schwieriger. Dann kann es schon mal sein, dass es nicht ganz genau erkannt wird, diese Bewegung oder diese Steuerungsmöglichkeit. Aber davon ab, wie gesagt, sehr, sehr gut. Eine neue Möglichkeit ist halt eben jetzt auch die WLAN-Nutzung, zumindest in der Theorie. Alle Uhren werden es ja leider nicht bekommen. Zum Beispiel die G-Watch, die allererste, die eckige von LG, die hat ja angeblich ein WLAN-Modul zwar eingebaut, aber keine Antennen. Ja, dumm gelaufen, aber natürlich wird diese Uhr dann eben diese WLAN-Funktionalität nicht bekommen können. Was kann ich damit machen? Auch wenn ich nicht mit dem Smartphone verbunden bin, kann ich tatsächlich mich in das WLAN, in das bestehende einwählen und dann eben von dort auch Daten beziehen. Möchte ich hier was Neues eingeben, also zum Einrichten dieses WLANs oder zur Eingabe des Passworts zum Beispiel, muss ich natürlich dann wieder aufs Smartphone wechseln. Was haben wir noch neu? Ach, hier sind wir noch ein WLAN, das wollen wir gar nicht. So, Display immer eingeschaltet. Ja, das ist eine Funktion, die ist eigentlich schon bekannt, soweit. Das gibt es jetzt allerdings auch für Apps. Das hängt allerdings offensichtlich sehr stark von den Apps ab. Bis jetzt hatten wir zum Beispiel keine, die das wirklich irgendwie beherrscht. Was soll das eigentlich bringen? Denn, ja, Apps, die dann laufen, sollen zum Beispiel dann immer im Vordergrund bleiben und immer auch ein aktiviertes Display nutzen können. Also meinetwegen bei der Navigation, dann kriege ich ja normalerweise hier Pfeile eingeblendet auf der Uhr. Das geht allerdings, beziehungsweise das Display wird dann halt irgendwann ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Macht vielleicht bei der Navigation zum Beispiel dann nicht unbedingt Sinn, denn ich möchte ja auch wirklich was sehen, wenn ich da drauf gucke. Und naja, das soll halt mit dieser Funktion verbessert werden. Frisst natürlich auch entsprechend etwas mehr Strom. Was haben wir noch? Display-Sperre, das ist auch ein neuer Punkt, der jetzt eben hinzugekommen ist. Ja, hatte ich jetzt schon aktiviert, mache ich jetzt mal wieder aus. Dafür muss ich natürlich jetzt auch ein zuvor festgelegtes Muster nochmal eingeben als Bestätigung dafür, dass ich das jetzt wirklich ausschalten möchte und das auch darf. Was soll das eigentlich bringen? Das ist, wie gesagt, dieses Muster, was ich mir am Anfang mal aussuchen muss, jetzt nochmal bestätigen muss. Denn wenn jetzt diese Uhr erkennt, dass sie nicht mehr getragen wird am Handgelenk, also irgendwo abgelegt wird, meinetwegen auf dem Nachttisch oder so, dann wird früher oder später nämlich dieses Display gesperrt und die Uhr ist an sich nicht mehr weiter verwendbar. Das heißt, ich kann keine Apps mehr ausführen, ich kann halt eben nichts mehr wirklich abrufen, wofür ich das Display bräuchte. Ja, halt eben logischerweise eine Sicherheitsfunktion. Was haben wir noch? Das wollte ich vorhin schon mal erwähnen, habe es aber dann doch irgendwie vergessen. Wenn ich mir jetzt hier eine Mail oder eine SMS zum Beispiel anschaue, dann kann ich die entweder von links nach rechts rauswischen, dann ist sie halt weg, weil ich sie eben gelesen habe schon und nicht mehr weiter dort angezeigt bekommen möchte, oder halt das Ganze von rechts nach links. Hier sieht man übrigens dann auch, da kann man sich dann zum Beispiel auch bei SMS oder sowas, kann man sich auch den Verlauf anzeigen lassen. Wenn ich jetzt nochmal weiter von rechts nach links wische, komme ich zu den bekannten Funktionen. Ich kann zum Beispiel einfach diese Person anrufen, natürlich nur über das Handy, nicht über die Uhr selber, denn nach wie vor gibt es ja leider zwar ein Mikrofon, aber keinen Lautsprecher. Das bleibt halt momentan noch wenigen Uhren vorbehalten, zum Beispiel der Apple Watch. Neu hinzugekommen ist nämlich neben diesen Funktionen, die es wie gesagt schon gab, die Möglichkeit, dass ich halt mit Smileys, sage ich jetzt mal, antworte. Und zwar ist es so, das wird jetzt auch das Gerät gleich zeigen, genau, ich kann was selber malen. Das ist jetzt hier so eine Art Demo. Wie unsere Sony Smartwatch 3 hat jetzt endlich das neue Update von Android Wear bekommen auf die Version 5.1.1 und die schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Hi, ist wieder Stefan von Area Mobile. Ja, wie ich eingangs schon sagte, es geht hier heute um die Sony Smartwatch 3. Es geht aber nicht hier um die Uhr an sich, sondern es geht natürlich um das neue Update von Android Wear. Und ja, da wollen wir uns einfach mal anschauen, was hat sich denn getan, was hat sich verbessert, was sind für neue Funktionen da. Ist das überhaupt ein Fortschritt? Und ja, wollen wir einfach mal schauen. Übrigens, das Update, es kam recht überraschend, denn eine Anfrage von Sony hat ergeben, dass es eigentlich noch ungefähr 14 Tage dauern soll. Ja, und plötzlich war es über Nacht aber einfach so da. Naja, schauen wir uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. So, hier haben wir quasi den Beweis, dass wir wirklich die neueste Version von Android Wear hier drauf haben. Da gehen wir mal eben nochmal drauf. Genau. Im Prinzip eigentlich ist es technisch die Version 1.1.1.19 und so weiter und so fort. Die seht ihr ganz oben. Hat sich irgendwie so eingebürgert, dass das jetzt als 5.1.1 durchgeht. Also das oben ist quasi die Firmware-Version. Ja. Gut,
Gucken wir uns das Ganze dann mal von vorne quasi an. Die Watch Faces ist natürlich jetzt nichts Neues dazugekommen, die könnt ihr euch ganz normal aussuchen. Entscheidend ist aber, dass wir jetzt hier eine Aufteilung haben, wenn man hier einmal drauf tippt, vom Menü her. Und zwar habt ihr ganz kurz hier gesehen, ganz oben, gibt es jetzt hier drei verschiedene, ich sag mal, Ebenen im Prinzip. Auf der ersten haben wir verschiedene Apps, die man jetzt halt so starten kann. Neu jetzt zum Beispiel hier, dass ich, wenn ich Google Maps aufrufe, zum Beispiel auch wirklich eine Kartendarstellung hier wirklich nutzen kann. Das dauert halt ein bisschen, auch natürlich bis tiefer. Dann habe ich hier zum Beispiel die wichtigsten Kontakte, das sind die VIPs und die, die zuletzt angerufen wurden. Die kann ich halt mal wegen jetzt anklicken und ja, dementsprechend sofort ne, SMS, E-Mail schicken oder halt auch anrufen. Das Ganze geschieht dann natürlich aber wieder auf dem Handy. Das heißt, es werden die entsprechenden Apps auf dem Handy gestartet. So, und als letztes haben wir das, was wir vorher schon kannten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Spracheingabe und hier so verschiedene Möglichkeiten, was ich mit dem Gerät machen kann. Notiz schreiben, das Ganze natürlich dann per Spracheingabe, meine Schritte anzeigen und so weiter. Das kennen wir, das war sonst immer auf der allerersten Seite. Gehen wir nochmal in die Menüs hinein. Genau genommen ins Einstellungsmenü. Da haben wir nämlich auch schon wieder ein paar Unterschiede im Vergleich zu der vorherigen Version. Und zwar hier zum Beispiel die Schriftgröße. Da haben wir nämlich jetzt die Chance, dass wir drei verschiedene Schriftgrößen angeben. Mittel ist voreingestellt. Es ist in meinen Augen so ein bisschen größer als tatsächlich das, was vorher standardmäßig bei Google Wear, bei Android Wear eingestellt war. Das nächste, was wir hier sehen, Handbewegungen, Handgelenkbewegungen an oder aus kann ich hier schalten. Was mache ich damit? Ich kann damit Nachrichten, die hier reinkommen, ohne jetzt nochmal das Display berühren zu müssen, wirklich durchscrollen oder durchwechseln. Zeige ich euch mal ganz kurz. Was ist mit Bewegung des Handgelenks gemeint? Das ist Folgendes. Ich kann jetzt die Uhr so natürlich aufwecken, das ist klar, aber ich kann vor allen Dingen auch so halt durchblättern, durch die eingegangenen Nachrichten zum Beispiel. Jetzt habe ich hier nur eine drauf, weil man sieht aber, durch die Bewegung wollte das Gerät halt nochmal weiterblättern, geht jetzt so nicht. Das Ganze geht aber auch rückwärts bzw. andersrum und ja, funktioniert sehr gut. Verbindung hergestellt ist vom GPS, was die Uhr selber intern nutzt oder hat. Und ich kann hier tatsächlich dann mich hier auch bewegen. Und tatsächlich kann ich hier, die Uhr reagiert sehr, sehr sensibel auf Drehungen. Das heißt, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt hier als Fußgänger unterwegs bin, dass ich damit ganz gut navigieren kann. Größenunterschiede, also ranzoomen kann ich hier auch mit Plus, Minus. Dann habe ich sogar hier diese Darstellung von 3D-Gebäuden, die man auch auf dem Handy kennt. Das Ganze geht dann auch noch, halbwegs flüssig, also nicht wirklich irgendwie schlecht. So, und was man hier auch noch gesehen hat, ich habe hier die Möglichkeit, tatsächlich nach Orten in der Umgebung zu suchen, in der nächsten Umgebung und kann dann, wenn ich da draufklicke, zum Beispiel direkt hin navigieren, beziehungsweise wird dann dahin geführt. Sieht man jetzt hier in dem Augenblick. Das Ganze wird dann allerdings natürlich, da ich jetzt hier mit dem Handy verbunden bin, natürlich einfach nur auf dem Handy geöffnet. Da findet nach wie vor die Navigation statt, aber immerhin kriege ich ja hier dann auch nach wie vor die Darstellung auf die Uhr geschickt. Eine weitere Sache, Telefon suchen, endlich. Das ging halt vorher auch nicht einfach so. Jetzt geht es nativ endlich und wie es jetzt hier steht, das Telefon wird einfach gleich klingeln. Dabei wird allerdings nicht, hört man das? Ja. Geht jetzt hier los, klingelt. Dabei wird allerdings nicht das Display irgendwie aktiviert, sondern es geht wirklich nur um den Klingelton an sich. Ja, und ansonsten tauchen hier natürlich Apps auf, die ihr so installiert habt. Bei mir zum Beispiel jetzt hier Runtastic oder natürlich oder PayPal. Solche Sachen wie Play Music, die sind natürlich schon ab Werk dabei. Auch die Stoppuhr beispielsweise oder die Taschenlampe. Was macht die Taschenlampe? Ein helles, weißes Display. Naja, gut. Okay, wie komme ich auf die anderen Ebenen, indem ich hier einfach einmal rüber swipe?